Sie möchten diese kostenlose DKB Visa Card haben? Das ist einfach. Der Link zur Kontoeröffnung finden Sie direkt unter dem Video. Aber stopp! Bevor Sie mit der Kontoeröffnung beginnen, es gibt drei wichtige Dinge, die Sie wissen sollten, damit Sie Ihre Kontoeröffnung nicht versauen. Erstens, das Einkommen. Das ist eine Visa-Karte, eine echte Kreditkarte mit einem Kreditrahmen. Dieser Kreditrahmen kann 100 Euro, kann 500 Euro zum Anfang betragen, kann aber auch gesteigert werden bis auf 15.000 Euro, dementsprechend Einkommen und Bonität. Wenn man kein Einkommen hat, kann man auch keine Kreditkarte mit Kreditrahmen bekommen. Also rechnen Sie all Ihre Einkommensarten, die Sie haben, zusammen und geben Sie die Gesamtsumme an. Zweitens, die Tätigkeit. Es ist wichtig, dass Sie in Lohn und Brot stehen, da es ja eine Kreditkarte mit Kreditrahmen ist. Wenn Sie aktuell arbeitslos sind, ist das noch nicht der richtige Zeitpunkt, diese Karte zu beantragen. Warten Sie, bis Sie wieder in Lohn und Brot sind. Und drittens, Höflichkeit. Wenn die DKB Rückfragen hat, zum Beispiel zum Einkommen und einen Einkommensnachweis sehen möchte, was allerdings nur in ca. 5% der Fälle tatsächlich vorkommt, seien Sie bitte sehr höflich. Wenn die DKB Ihnen Rückfragen stellt, der möchte gerne die Bank Sie als Kunden gewinnen, hat aber noch ein paar Dinge abzuprüfen, zu klären. Und das ist wichtig, dass man höflich ist. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Kunde der DKB werden und diese Karte bekommen? Die Wahrscheinlichkeit liegt statistisch gesehen bei ca. 65%. 65% laufen glatt vom Konto, mit dem Kontoantrag durch. Das heißt, Sie werden vom Bankcomputer gecheckt, die Bonitätsprüfung läuft durch und Sie bekommen dann automatisiert eine E-Mail, wo Sie drin aufgefordert werden, die Identifikation zu machen. Das können Sie machen per Videochat, funktioniert auch über Smartphone. Und dort halten Sie dann Ihren Ausweis oder Reisepass in die Kamera. Er wird dann gekippt mit den Sicherheitsmerkmalen, damit man sehen kann, dass er echt ist. Und es wird ein Foto von Ihrem Gesicht gemacht. Alternativ funktioniert in Deutschland auch das Postident-Verfahren. Viele kennen das. Man geht mit dem Ausweis oder Reisepass zur Post und lässt sich dort identifizieren. So, ca. 30-35% kriegen eine automatisierte Ablehnung. Da hat es einfach von der Bonitätseinschätzung der Bank nicht gereicht. Da kann man in diesem Moment noch nichts machen. Es wird einen Clip geben, wo ich auch noch ein paar Kniffe verrate. Erstmal weiter mit diesem Clip. Bei ca. 5% gibt es dann die Aufforderung, nochmal was nachzureichen. Und das wäre der Punkt, wo man sagt, okay, hier schaue ich nach, dass ich das, was die Bank gerne möchte, erbringen kann und kommuniziere mit ihr sehr höflich, weil dann steigt mich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es mit der Kontoöffnung klappt und dass Sie demnächst diese Karte in Ihren Händen halten werden. Diese Tipps, damit Sie Ihre Kontoöffnung bei der DKB nicht versauen, gibt es einen wunderschönen Artikel, der noch viel ausführlicher ist als dieser Videoclip. Ebenfalls verlinkt unter diesem Video. Schauen Sie sich den bitte an, bevor Sie Ihr Konto öffnen, damit das bei der DKB glatt durchgeht. Wenn Ihnen diese Tipps gefallen haben, dann freue ich mich, wenn Sie den Clip positiv bewerten. Sie können aber auch gerne noch Fragen unter dem Videoclip stellen, entweder direkt bei YouTube oder auf unserem Spezialportal dazu. Vielen Dank und viel Erfolg beim Beantragen der DKB Visa Card.